Stefan, Sommerskispringen in Hinterzarten, wie fühlt sich das an? Ja, noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. wie gesagt, wieder Wettkampf jetzt im Sommer. Hatten schon drei Paar und ist jetzt nichts Neues. Und von daher heißt es, sich auf die Chance einstellen und möglichst das Beste rausholen. Du hattest ja in den ersten Wettkämpfen schon ordentlich aufgezeigt. Du bist gut in Form. Ja, ordentlich aufgezeigt noch nicht. Also ich denke, dass ich relativ gut gesprungen bin, es war okay. Denke ich noch mit Reserven nach oben, aber Sommer ist halt immer eine Berg- und Talfahrt. Man muss mal schauen, dass man einigermaßen das Niveau hält, auch in den Wettkämpfen und versucht sich da stetig zu verbessern und eben dann im Winter fit zu sein. Was hast du dir vorgestellt für das Wochenende jetzt? Wie gehst du da ran? Quali ist geschafft? Quali ist geschafft. Leider war der erste Sprung der einzigste einigermaßen gescheite. Eigentlich wollte ich schon gerne im Team springen, wird jetzt sicherlich nichts werden. Von daher schauen, dass ich Punkte am Sonntag hole, ist nicht unbedingt so meine Lieblingschance. Von daher muss ich das Beste draus machen.